Oh nein, nein, nein! Oh. Ah. Hey Leute! Ich mag es überhaupt nicht, im Team zu arbeiten, verlasse mich nur ungern auf andere und bin social awkward as f***. Uh-oh. What? People. Und aus dem Grund dachte ich, es wäre eine super Idee, die liebe Liz vom Kanal Liz Des Liz zu fragen, ob sie nicht Bock hätte, ein Video mit mir zu machen. Die gute Liz hatte Bock und deshalb dürft ihr jetzt dieses etwas andere, aber natürlich fantastisch wie immer, nur ein Stückchen besser als sonst, weil doppelt hält besser, Video hier konsumieren. Wir haben uns gegenseitig jeweils ein Paket mit 11 hübschen, hässlichen, neuen, alten, brauchbaren und oder unnützen Dingen geschickt, aus denen wir dann etwas malen, basteln, gestalten, konsumieren. Warum will ich die ganze Zeit konsumieren sagen? Oh, köstlich! Kann ich das konsumieren? Aus denen wir etwas malen, basteln, gestalten, konstruieren oder whatever müssen. Aber nicht einfach frei nach Schnauze. Wir machen das hier nicht zum Spaß. Das Ganze folgt einem klar strukturierten Regelwerk mit vorgegebener Aufgabenstellung. Gut, da schauen wir mal, was Mama Liz mir ins Lunchpaket gepackt hat. Ich bin gespannt, weil hier steht drauf, Vorsicht, Glas. Ich habe dir, Liz, auch Sachen mit Glas geschickt, aber da kein Warnhinweis drauf geschrieben. Ich hoffe, das kommt Teil an. Okay, schauen wir mal nach. Ich bin aufgeregt. Ja, dieses Päckchen stand jetzt einfach 2 oder waren es 3 Wochen bei mir in der Wohnung rum. Und ich bin so stolz, dass ich das nicht einfach aufgemacht habe. Oh, sind das Laschdinge? Brief. Soll ich den zuerst aufmachen oder zuerst gucken? Das ist wie Weihnachten. Hast du mal ein bisschen Gras? Funke, Funke, kleiner Stern. Ich bin voll überfordert. Soll ich das jetzt einfach alles auspacken der Reihe nach? Oder erstmal, ich lese das jetzt erstmal alles. Stifte machen, Leute. Nee, ich packe das jetzt zuerst. Oh Mann, ich bin so überfordert. Reizüberflutung. Was ist das? Eine Zahnbürste. Nee, eine Zahnbürste. Pinsel. Guckt mal. Die sehen nach Einhornpups aus. Das mit dem Gras interessiert mich jetzt am meisten. Das ist jetzt nicht der Ernst. Da ist wirklich, da ist jetzt Gras drin. Wenn ihr wüsstet, was ich der Liz geschickt habe, das ist, ey, manchmal meine ich echt, wir wären so mental irgendwie connected oder so. Das ist irre, wir kennen uns ja nicht. So, Funke, Funke, kleiner Stern. Glitzer, Glitzer. Glitzer. Ich bin schon in meinem Kopf so am Rattern. Was das wohl, wie, wo, wie, war, wo. Ich bin Matsch im Kopf. Stifte machen, Leute. Was ist das? Big. Warum muss ich immer riechen? Das ist doch nicht normal. Intensity, Fine Point, Permanent Marker. Oh, ich bin gespannt. Künstlich, aber nützlich. Oh, oh nein, nein, nein. Das Kunstleder drin, davon wird mir so schlecht. Das wusste die nicht, aber ich hab wirklich voll den Ekel vor Kunstleder. Also ich musste wirklich gucken, dass ich da kein Brecherchen mache. Oh. Oh. Ah. Kunstleder. 7 Tage, 7 Köpfe. Oder nur 3? Ich frag mich, wie alt das ist. Totenköpfe. Schäbe. 3 Stück. Ach, Sonne lässt mich trocknen. Oh, Epoxidharz. Sau geil. Ich habe letztens noch mit meinem Freund die Rede gehabt, dass ich das mal unbedingt ausprobieren will. Liz kann Gedanken lesen. Ich habe keine Ahnung, wie man das verwendet. Werden wir schon versauen. Gut. Das kann direkt mal schön. Hält nicht. Was? Das ist super witzig. Weiße Steine. Ich darf ja gar nicht sagen, warum das witzig ist. Die glänzen ja. Malkarton, Baumwolle. Habe ich auch noch nicht mitgearbeitet. Was ist das? Oh, ich glaube, das sind so Kratzdinger. Oder? Doch. So, lesen wir mal den Brief.
Regeln. Nutze mindestens 10 von 11 Items. Du darfst alles verwenden, was dir bei der Verarbeitung oder Verwendung der Materialien hilft. Zum Beispiel Schere, Heißkleber, UV-Licht und so weiter. Ich habe kein UV-Licht. Du darfst ein Farbmedium deiner Wahl zusätzlich nutzen, musst aber nicht. Zum Beispiel Acryl, Öl, Gouache. Have fun, Liz Desliers. So. Liebe Sarah, meine Aufgabe an dich lautet, gestalte mit den gegebenen Materialien ein Kunstwerk passend zu diesem Gedicht. Natur und Kunst. Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen und haben sich, ehe man es denkt, gefunden. Der Widerwille ist auch mir verschwunden und beide scheinen gleich mich anzuziehen. Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen. Und wenn wir erst in abgemessenen Stunden mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden, mag freie Natur im Herzen wieder glühen. So ist's mit aller Bildung auch beschaffen. Vergebens werden, Alter, ungebundene Geister nach der Vollendung reiner Höhe streben. Wer Großes will, muss sich zusammenraffen. In der Beschränkung zeigt sich, er ist der Meister und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Das war gerade wie in der Schule, wenn man vorlesen musste und einfach nur vorgelesen hat und keine Ahnung hatte, was im Text steht. Ich habe nicht zugehört. So, das war jetzt alles so furchtbar aufregend und reizüberflutend, dass ich erstmal einen kleinen Ideenspaziergang durch den Wald gemacht habe, um einfach mal meine Eindrücke und Gedanken ein bisschen zu sortieren und die Kreativität etwas anzukurbeln. Ich habe hier einmal das Gedicht Natur und Kunst von Goethe und die 11 Items, aus denen ich ein dazu passendes Kunstwerk erschaffen soll. In dem Gedicht geht es ums Erreichen der Vollkommenheit. Dass Natur und Kunst gegensätzlich und nicht vereinbar erscheinen, aber zusammengehören. Wobei ich Kunst und Natur hier mal als Adjektive verstehen will. Also künstlich und natürlich. Wer die Natur vollkommen missachtet, wird auch in der Kunst scheitern. Naturgegebene Regeln, Gesetze und Beschränkungen können leitend und zielführend sein, aber auch im kreativen Sinn gebrochen werden. Liz hat mich ganz schön zum Philosophieren gebracht. Oder zum Philosophieren? Kurz gesagt, lern die Regeln wie ein Profi, damit du sie brechen kannst wie ein Künstler. Und Liz hat mir 6 Items zugeschickt, die mir zu denken geben. Die silbernen Steine, die Plastikdiamanten, das künstliche Efeu, das Ostergras, das Stückchen Kunstleder und die Plastikschädel. Das sind alles Dinge, die man auch in der Natur findet oder zumindest einen natürlichen Ursprung haben und in dem Fall hier künstlich sind. Das kann kein Zufall sein, da muss Liz sich definitiv was dabei gedacht haben. Auf meinem Ideenspaziergang habe ich hin und her überlegt, wie ich den Krempel und das Gedicht sinnvoll und möglichst kreativ kombinieren könnte. Ich habe an Star Wars denken müssen, wie aus dem menschlichen Anakin der künstliche Darth Vader wurde. Oder an eine Spielkarte, vielleicht auch Tarot oder sowas in die Richtung. Und dann fiel mir eine Frau ein, deren Kunst wortwörtlich gezeichnet wurde vom Leben. Oder vielmehr gemalt. Mit 6 erkrankte sie an Kinderlähmung und hatte von da an ein kürzeres und dünneres rechtes Bein. Trotzdem trieb sie viel Sport. Mit 18 wurde sie Opfer eines schweren Busunglücks und eine Stahlstange bohrte sich durch ihr Becken. Ihren Alltag verbrachte sie von da an liegend im Ganzkörpergips und im Stahlkorsett. Entgegen der Prognosen der Ärzte lernte sie aber wieder laufen. Trotzdem litt sie ihr ganzes Leben unter den Folgen des schweren Unfalls. So musste sie ihren ursprünglichen Plan fürs Leben über den Haufen schmeißen und ihr Medizinstudium aufgeben. Und infolge des Unfalls konnte sie auch keine Kinder mehr bekommen. Das Malen wurde zum Ausdruck ihrer körperlichen und seelischen Qualen. Größtenteils erschuf sie Selbstporträts mit der Begründung, sie verbringe viel Zeit allein und sei das Motiv, das sie am besten kenne. Sie hat sich also ihrem natürlichen Schicksal nicht gebeugt und mit der Kunst als Ventil das Beste aus ihrer Lebenssituation gemacht. Na, wisst ihr, wer gemeint ist? Richtig, Frida Kahlo. Ich habe mich entschieden, die kleine Leinwand mit Acryl zu bemalen. Denn die Farben sind künstlich und das fand ich zum Thema passend. Die rechte Seite ihres Gesichts habe ich als Schädel dargestellt, um den Gegensatz von Leben und Tod darzustellen, weil es für mich genau das ist, was sie mit Goethes Gedicht verbindet. Sie hat sich schon zu Lebzeiten dem unvermeidlichen, natürlichen Tod widersetzt und tut es auch heute noch. Sowohl durch die Kunstwerke, die sie hinterlassen hat, als auch durch die mexikanische Tradition des Dia de los Muertos. Nach altmexikanischem Glauben kommen nämlich die Toten einmal im Jahr zum Ende der Erntezeit zu Besuch aus dem Jenseits und feiern gemeinsam mit den Lebenden ein fröhliches Wiedersehen mit Musik, Tanz und gutem Essen.
Das Kratzpapier ist halbwegs stabil, also habe ich überlegt, dass ich daraus eine Art Bilderrahmen basteln und bekratzen könnte. Da habe ich meine semi-professionellen Mathekenntnisse spielen lassen und kleine Schachteln konstruiert, aus denen ich dann einen Rahmen zusammensetzen konnte. Vor dem Zusammenkleben habe ich alles hübsch mit Blumen und Gestrüpp dekoriert. Und ganz ehrlich, ich finde die knalligen Farben, die da zum Vorschein kamen, passen irgendwie total in das Mexiko-Thema. Das Zusammenkleben war dann echt tricky. Zuerst habe ich alles mit einem normalen Bastelkleber aneinander gepatscht und mit Klammern gesichert, aber das wollte nicht so ganz trocknen. Ich nehme an, die Beschichtung hat da ein bisschen dazwischen gefunkt. Die größte Schwierigkeit bestand hier aber echt darin, das Kratzpapier nicht zu beschädigen. Ich konnte ja alles nur ganz vorsichtig anfassen. Oh, was ist das? Kann ich da mitkratzen? Dann habe ich mir die Efeuranke geschnappt, die Blätter abgeschnippelt und die kleinen Plastikstiele auf der Rückseite entfernt, damit ich sie besser formen konnte. Die habe ich nämlich mit Acrylfarbe bepinselt, um daraus den blumigen Kopfschmuck zu basteln. Aus dem Ostergras habe ich mir ein paar Schnüre gedreht und versucht, ein kleines Makramee zu knüpfen. Mexiko ist ja auch bekannt für den geknüpften Schmuck. Das hat dann auch besser geklappt als gedacht. Aber ich hatte dann noch die Idee, dass ich diese raupenförmigen Schaumstoffgriff-Nupsis an den Pinseln als Perlen umfunktionieren könnte. Jo, also habe ich die abgezogen und kleingeschnippelt, das Makramee wieder vorsichtig aufgetrennt, nochmal neu geknüpft und dabei die Perlen mit eingebracht. Das hätte ich aber besser lassen sollen. Die erste Version hat mir dann nämlich irgendwie doch besser gefallen. Aber okay. Ich hatte überlegt, wie ich das Epoxidharz einarbeiten soll, denn ich habe keine UV-Lampe und die Sonne hat sich zurzeit echt nicht blicken lassen. Also habe ich beschlossen, dass ich hier meinen Joker zücke und darauf verzichte. Dafür musste ich dann aber das ekelhafte Kunstleder benutzen. Oh. Auch das habe ich dann mit Acryl angemalt, ein paar blütenblattförmige Blütenblätter ausgeschnippelt und Blumen draus gebastelt. Beziehungsweise laut Regelwerk durfte ich ja alles verwenden, was mir beim Verarbeiten der Materialien hilft. Also habe ich die Kunstlederblumen mit Nadel und Faden zusammengenäht. Den kleinen Plastikschädel habe ich auch noch mit Acryl bepinselt und daraus einen der typischen Sugar Skulls gemacht. Aus einem kleinen Büschel Ostergras habe ich eine kleine Quaste gebunden und zusammen mit dem Schädel, den Kunstlederblumen und den Pinselperlen einen kleinen Anhänger gemacht. Frieda hat sich selbst mit Dornen um den Hals gemalt, deshalb habe ich die übrig gebliebenen Stiele vom Efeu dafür verwendet, daraus ebenfalls dornige Ranken zu gestalten. Dann habe ich mir einen der silbrigen Steine und den Bronzestift geschnappt, mit dem Stift den Stein bemalt und den als Ohrring aufgeklebt. Die Kunstlederblumen und den Anhänger habe ich dann mit Heißkleber auf den Rahmen geklebt und den Rahmen hochprofessionell mit Paketband an die Leinwand befestigt. Das Ganze auch absichtlich total schief, denn Frieda fällt mit ihrer kompletten Art und Weise aus dem Rahmen und das wollte ich bildlich festhalten. Fehlen nur noch die Diamanten. Bestimmt kennt ihr dieses typische Knast-Tattoo, die Träne unter dem Auge. Die Bedeutung dahinter kann unterschiedlich sein. Unter anderem kann es für Trauer und den Verlust einer nahestehenden Person vor allem durch einen Unfall stehen. Ihr unendliches Leiden ist in all ihren Kunstwerken deutlich spürbar. Deshalb wollte ich mit dem tränenförmigen Straßstein symbolisieren, dass sie sich bei dem Unfall ein Stück weit selbst verloren hat. So, ich denke, ich bin fertig. Jetzt kommt der schlimmste Teil. Der Videocall mit Liz. Ich bin echt gespannt, was sie davon hält und einfach unfassbar aufgeregt. Hi. Hi. Wie geht's dir? Ja, wie geht's dir? Also, du hast mir das Gedicht von Goethe geschickt. Natur und Kunst. Ich lese das jetzt nicht nochmal genau vor. Ich habe das schon im Video getan. Du wirst das wunderschön vorgelesen haben, da bin ich mir sicher. Ja, der Blick so. Ja. Wundervoll. Ich wusste überhaupt nicht, ob du dir was dabei gedacht hast, also was ich dann damit umsetzen soll. Und zwar bin ich mir sicher, dass du dir sehr genau überlegt hast, was du in die Box gepackt hast. Weil das waren ja alles Dinge, die... Hast du dir nichts dabei gedacht? Hast du einfach zusammengeschmissen? Nein, ernsthaft? Ja. Wirklich? Ja. Ja. Ehrlich? Ja, ich habe nämlich die Box vorher gepackt und danach erst das Gesicht ausgedruckt und dachte mir so, ja, irgendwie... Nee, wirklich? Ja, doch. Scheiße, weil... Du denkst immer, dass ich mir Sachen bei irgendwas denke. Ich denke mir gar nicht. Ja, aber weißt du, ich habe hier nicht mal einen Stichpunktzettel hier. Das passiert einfach. Es hat Sinn gemacht, alles.
Echt jetzt? Ja, natürlich. Das ist also cool. Ja, Natur und Kunst, pass auf, du hast mir doch einfach Efeu geschickt und Gras, Steine, Diamanten, Leder, Schädel, alles künstlich. Ja, das ist das, was ich noch da hatte. Wir hatten gesagt, wir machen das, was wir noch da haben. Ja, aber das war, ich dachte ja so, ja gut, Efeu aus Plastik, das gibt's natürlich in der Natur. Gras ist auch eigentlich natürlich. Steine hast du mir auch künstliche geschickt. Schädel auch, aber das wäre ein bisschen weird. Ja, den habe ich gerade eben, weißt du, den habe ich mir aus meinem Repertoire gezogen, die zwischen all den anderen Tierleichen liegen. Weißt du, da habe ich gedacht, oh, ich habe noch kleine Schädel von Kobolden, da, die kann ich auch gleich reinschicken. Schrumpfkopf. Kein Problem. Oh, ein Schrumpfkopf doch. Oh, das ist ja gut. Den packe ich auch rein. Da freue ich mich drüber. Soll ich es dir zeigen? Ich bin gespannt. Leg los. Ich glaube, du hast dir was ganz anderes davor gestellt. Hier, da siehst du mich. Hey! Wie cool! Wow! Oh, da unten geht's noch weiter. Oh, hast du den Kopf bemalt? Ja. Wow! Oh, wie cool! Das sieht so gut aus. Dankeschön. Ich bin so erleichtert. Voll, das ist so geil. Du hattest ja aufgeschrieben, Moment, dass ich Acryl, Öl oder Gouache noch benutzen darf. Das hatte ich alles nicht da. Was? Ist nicht schlimm. Wieso hast du kein Acryl da? Hab ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht, weil keine Zeit einfach. Da ist das Gras. Ah, das ist okay. So eine Quaste. Ja, cool. Dann, das sind die Teile von den Pinseln. Übrigens, nee. Doch. Ach doch. Und da ist auch Gras. Die Pinseldinge, da hab ich so ein Makramee draus gemacht. Warte mal, gehört, ist das konzeptorisch zusammengedacht, ja? War eigentlich, aber hat nachher nicht mehr zusammengepasst. So, jetzt will ich aber auch sehen, was du gemacht hast. Ja, ja. Do you want to see it? Ich bin so aufgeregt. Do you want to see it? Ja. Okay. Krass! Das ist so aufwendig gemacht. Ich finde das richtig geil. So, und jetzt huscht bitte alle rüber zu Liz' Kanal. Die hat nämlich mit dem Krempel, den ich ihr geschickt habe, richtig krassen Scheiß gemacht. Schaut euch das Video bitte unbedingt an und lasst einen Haufen Liebe da. Ciao und bis bald, habe ich vergessen. Tschüss.